Mario, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Mario. Ja, hallo, ich grüße dich, Dom. Ja, ich grüße dich auch. Erstmal großes Lob an dein Team und das, was du tust. Das ist wirklich Lebenshilfe. Dankeschön. Und ich habe ein Problem. Ich bin seit 24 Jahren verheiratet und habe seit 20 Jahren keinen Sex mit meiner Frau. Boah, seit 20 Jahren? Ja. Seit 20 Jahren kein Sex mit? Seit 20 Jahren, ja. Lass mich das mal verdauen, eben. 24 Jahre verheiratet. Das glaube ich dir. Ich habe schon gewusst, dass ich dafür eine gewisse Sensation sorge, aber es ist einfach die Wahrheit. Habt ihr Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Die ist dann in den ersten 4 Jahren entstanden? Die ist in den ersten 3 Jahren entstanden, ja. Wie ist das zu erklären, dass du 20 Jahre mit deiner Frau keinen Sex hattest? Das ist die Frage, die ich habe. Es ist Folgendes passiert. Ich habe also 1980 geheiratet, habe dann 1983 die Tochter bekommen, oder wir, also meine Frau hat die natürlich bekommen, aber und meine Tochter ist nun mittlerweile 21 Jahre, wird 21, studiert Medizin. Also das heißt, wir haben erziehungstechnisch eigentlich alles das getan, was notwendig war. Ja. Und wir sind beide für unsere Tochter da. Ja. Wir leben auch relativ glücklich miteinander. Der Alltag funktioniert, es ist alles gut organisiert. Und alles wunderbar. Ihr habt euch auch nicht oft in den Haaren. Bitte? Ihr habt euch auch nicht oft in den Haaren. Eigentlich kaum. Mhm. Ja. Allerdings passierte nach der Geburt der Tochter etwas, was für mich bis jetzt unerklärlich scheint. Nämlich? Nämlich, wir hatten keinen Sex mehr. Schlagartig danach. Bitte? Schlagartig danach. Schlagartig danach. Woran lag das? Lag es an dir? Hattest du keinen Bock auf sie? Ich hatte keinen Bock mehr. Du hattest keinen Bock mehr auf sie. Warum nicht? Ja, das ist die Frage, die ich mir selbst stelle. Ich bin in dieser Ehe bis zum heutigen Zeitpunkt 2-mal fremdgegangen. Mhm. 2-mal fremd mit einer Frau gegangen, die es wusste. Also erzähl mir das gleich. Ich will erstmal die Frage beantwortet haben. Ich meine, das haben mir nur sehr viele Männer, dass sie nach der Geburt des Kindes weniger Lust auf ihre Frauen haben. Richtig. Oder gar keine Lust. Ja. Ich habe das bis heute noch nie richtig verstanden, was das so ist. Ich auch nicht. Ich habe auch wenn du ganz tief in dich hineinhörst, du kannst. Hat die Frau ihre Attraktivität verloren durch die Geburt? Ja. Ja, wirklich objektiv die Attraktivität verloren? Ja, ich glaube ja. Warst du bei der Geburt dabei? Nein. Nein, ich bin aus der ehemaligen DDR und da war das nicht unbedingt üblich, bei einer Geburt dabei zu sein. Ja, ja. Ja, ich nach dieser Geburt habe ich mich natürlich wahnsinnig überhaupt auf dieses Kind gefreut, bin auch heute noch ganz stolz darauf, ganz klar. Aber habe dann, nachdem das Kind geboren wurde und meine Frau dann wieder zu Hause war, eben keinen Drang mehr verspürt, mit ihr sexuell zu verkehren. Mhm. Aber dennoch einen Drang gespürt nach Sexualität und deshalb bist du 2-mal fremdgegangen. Richtig. Was ja in 20 Jahren in der Situation wenig ist. Richtig. Hat deine Frau das gewusst? Ja, sie hat gespürt, dass eine gewisse Distanz vorhanden ist. Nee, ich meine mit dem Fremdgehen, hat die das mitbekommen? Das habe ich ihr gesagt. Ja. Ich habe ihr das gesagt. Wie hat sie darauf reagiert? Zunächst, indem sie sich selbst einen Partner versuchte zu suchen, um eine gewisse Trotzreaktion zu erzeugen, die aber dann nicht dazu geführt hat, dass es uns beide näher gebracht hat, sondern es hat uns weiter distanziert. Hat sie denn einen gefunden? Bitte? Hat sie einen gefunden, mit dem sie dann auch mal geschlafen hat? Nein. Also meiner Meinung nach nicht. Und wir sind eigentlich ehrlich immer miteinander umgegangen. Hat deine Frau dich denn irgendwann mal gefragt, warum schläfst du nicht mehr mit mir? Nein. Nein. Was hättest du ihr da geantwortet? Ja, sie hat mich nie danach gefragt, ob ich mit ihr noch Sex haben möchte. Und ich habe auch nicht gesagt, warum ich keinen Sex mit ihr haben will. Das heißt, sie hat es auch nie thematisiert. Wir haben das nie thematisiert. Hat sie denn in den ersten Jahren versucht, dich mal ab und zu verführen und du hast sie Nein, gar nichts. Nein, es ist dazu gekommen, ich habe 1983, als der Sex aufhörte, sage ich mal, habe ich angefangen zu studieren. Habe bis 1989 studiert, habe natürlich da auch etwas Stress gehabt und so weiter, war auch selbst etwas unter meinem Niveau irgendwo und hier und da und man geht mit Studenten weg und macht dies und lebt ein anderes Leben. Ja, ja. Und das alles führte dazu, dass wir uns auch, ich sag mal, intellektuell trennten. Ach so, das hält bis heute vor. Ich halte ihr das nicht vor. Nee, das hält bis heute vor. Das hält bis heute vor, ja. Ja, wir lesen getrennte Literatur. Sie sehr trivial, ich etwas
Nicht unbedingt, um mich wichtig zu machen, aber einfach, um mich zu bilden. Ja. Ja, und das führte natürlich dazu, dass man hier und da doch eine gewisse Trennungsschiene geht. Ich habe es noch nicht geschafft, mal mit ihr zu einer Eheberatungsstelle zu gehen. Ich wollte gerade darauf hinaus. Du rufst jetzt an und besprichst das mit mir. Ich möchte es jetzt. Ich möchte endlich wissen, was soll ich tun? Ja. Der Anlass dazu ist am vorigen Samstag gewesen. Wir hatten eine gemeinsame Freundin eingeladen. Meine Frau trinkt keinen Alkohol. Ich auch nur relativ wenig. Und jetzt tranken wir aber doch etwas, weil der Abend war einfach schön. Und ich gab meiner Frau dann zwei Liköre, die dazu führten, dass sie mal, ich sage mal so, die Katze aus dem Sack lässt. Aha. Und plötzlich kam ein Thema auf, und das veranlasst mich auch, dich anzurufen. Ja. Was ist hier los? Jetzt spricht sie plötzlich über Dinge, die sie frustrieren. Was hat sie gesprochen? Und da hat sie gesprochen, wie noch nie in diesen letzten 20 Jahren. Ja. Und hat gesagt, sie möchte mich nicht mehr, sie möchte mich loswerden, sie ist eigentlich nur noch mit mir zusammen, weil ich das Geld nach Hause bringe und. Und das hat mich natürlich irgendwo auch frustriert. Ja. Verständlicherweise, und das durch zwei Liköre. Ja. Was zwei Liköre anrichtet. Naja, ist mal mehr drei gewesen. Ist egal. Ja. Aber letztendlich ist es gut, finde ich, dass sie das gesagt hat. Ja, vielleicht ist das die Chance für euch. Du bist ja auch kein Alter, bist 44. Wie alt ist sie? Sie ist 45. Na gut, vielleicht ist das die Chance für euch beide, diese eigentlichen kranken Strukturen, die sich da entwickelt haben, sage ich mal. Falsche Strukturen, wie auch immer. Ja. Die aufzubrechen und nochmal was Neues anzufangen. Ja. Sie ist offensichtlich nicht zufrieden in der Gemeinschaft. Richtig. Und du bist letztendlich auch nicht zufrieden. Um Gottes Willen, ja. Ne? Ja. Das heißt, vielleicht ist das eine ganz große Chance sogar. Ja. Ja. Dass ihr jetzt irgendwie eine Ebene findet, dass ihr einfach gute Freunde seid. Dagegen spricht ja gar nichts. Nein. Ihr könnt ja gut miteinander und ihr kennt euch, da ist viel Vertrauen, da ist viel Gemeinsamkeit. Ja. Aber dass ihr dennoch, was so Partnerschaft anbelangt, neue Wege geht. Ja. Entweder ja. Traust du dich jetzt und sprichst dieses Thema nochmal bei ihr an. Mhm. Oder aber, du hast es gerade selbst ins Gespräch gebracht, ihr beide geht zusammen zu einer Eheberatung. Ja. Und wenn ein Likörchen hilft, dann soll sie ein Likörchen voll trinken, wenn das die Zunge lockert. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber im Ernst, das ist jetzt der Weg. Das musst du jetzt machen. Das musst du forcieren jetzt. Ja, das sollte ich tun. Ja, finde ich schon. Eigentlich ist es... Es ist eben so, dass die Fronten so verhärtet sind nach den vielen Jahren, dass das einfach so auf 0+3, dass das jetzt nicht geht. Ne? Das braucht ja so lange Zeit. Ich hoffe ja nicht, dass es nochmal 20 Jahre dauert. Nein. Nein, vielleicht ist es deshalb wirklich gut, wenn da ein neutraler Mensch dabei ist, der euch hilft, dass ihr in Würde auseinandergehen könnt. Ja. Das finde ich wichtig. Ja. Ne, dass ihr euch nicht zerfleischt, dass ihr nicht Dinge tut, die euch hinterher leid tun. Sondern dass ihr einfach klar jetzt sagt, es geht einfach nicht mehr so, wir suchen uns jetzt andere Wege und Möglichkeiten. Ja. Geht zu einer Beratungsstelle. Wenn du möchtest, kann ich dich noch mit meiner Psychologin verbinden. Ja, gern. Die kann dir dann noch eine Beratungsstelle in eurer Gegend sagen. Das wäre sehr nett. Sehr schön. Mario, du legst auf und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an. Ich danke dir. Alles Gute. Domian, alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao.